Herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Sonne, zu einer neuen Folge hier auf dem Hook On Channel. Heute ist der 27.02. Wir haben eine Außentemperatur von ungefähr 6 Grad, eine Wassertemperatur, schätze ich mal, von so 3 Grad. Und wie ihr seht, sind wir an der Nordsee unterwegs. Jeder mit einer Brandungsroute, ganz einfach gestrickt. JJ war gestern schon unterwegs, hat für uns Wattwürmer besorgt. Die zeige ich euch gleich nochmal. Die Montagen zeige ich euch gleich. Ihr seht schon hinter mir, die Flut kommt, das Hochwasser ist da. Wir können jetzt fischen. Die erste Route ist schon drin. Auch JJ bringt ihre jetzt rein. Das filmen wir kurz. Und dann sehen wir uns gleich bei den Bissen hoffentlich. Viel Glück. Sehr schöner Wurf. Definitiv jetzt gerade einen Biss gehabt, Freunde. Mehrmals hintereinander. Mehrmals hintereinander einen Biss gehabt jetzt gerade. Aber er hat aufgehört. Ich hoffe, dass es vielleicht ein Plattfisch ist, der sich gerade meinen Wattwurm genüsslich da unten am Boden reinzieht. Wir werden es gleich rausfinden. Boah, was eine schöne Kulisse. Ja. Hat aufgehört. Wollen wir kontrollieren? Ja. Muss ich eh, ne? Ja. Ja, schade. Aber wer weiß, vielleicht ist er wirklich ein Plattfisch. Das wäre auf jeden Fall schon mal mega krass. Egal was beißt, wäre schon krass. Angelgast nochmal aufheben und rankurbeln. Aber ist nix. Schade. 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 Oben, glaube ich sogar. Ja, es war oben. Auf jeden. Auf den dicken Wattwurm. Hat sich leider vertüdelt und nicht gehakt. Das darf eigentlich gar nicht passieren hier bei der Montage. Aber es ist passiert. Ja, das ist das ganze System. Paternoster-System. Hier seht ihr zwei Abstandshalter, Anti-Tangles. Hier unten nochmal genauso ein System. Am oberen System eigentlich einen großen Haken. Am unteren etwas kleineren. Dann 200 Gramm. Das Ganze geht ganz leicht durch die Strömung, bewegt sich das, bis es dann irgendwo hängen bleibt am Stein. Und ja, durch die Bewegung werden die Fische auf jeden Fall angereizt. Wir hatten jetzt gerade den ersten Biss. Ich bin gespannt, was jetzt passiert, ob wir noch einen rauskriegen. Wir müssen schnell auf deine Route achten, da kommt schon auch gleich was. Ich mach nochmal fertig. Ist da was? Gebissen hat's gut. Mikro geradeaus, sorry Leute, aber gebissen hat es auf jeden Fall hier. Aber ist leider nicht dran. Aber Bisse. Hag auch noch an. Ja. Auf jeden Fall jetzt den zweiten Biss gehabt bei JJ, zweimal reingegangen. Sind leider nicht auf unserer Lieblingsstelle hier, aber wir haben wenigstens jetzt schon drei Bisse gehabt. Mal gucken, sehr vorsichtig bis jetzt alles. Ein bisschen Zeit geben. Hast du auch gesehen? Ne, ich habe nichts. Ja, gerade eben noch mal kurz am Anfang. Ja. Kontrolle. Fackenpanorama hier, ne? Das ist Wahnsinn. Die Fische lassen noch auf sich warten, aber gut, wir sind wenigstens am Start und angeln ein bisschen. Leider nix. Unten. Unten, schon wieder unten. Mega. Aber irgendwann kriegen wir noch unseren Fisch, würde ich sagen. Ja.
war eine schöne. Und zwar eine richtig schöne Klische. Wunderschöner Plattfisch, meine Lieben. Da freuen wir uns. Gebissen auf den Wattwurm. Etwas weiter oben. Und ja, wir hatten schon einige Bisse. Und haben fast alles verloren. Aber jetzt haben wir endlich mal einen Fisch gekriegt. Göttlich, Mann. Dicke, ne? Ja, Mann. Die können wir schön räuchern, Freunde. Davon brauchen wir noch ein paar mehr. Mega. Eine richtig schöne Platte, Freunde. Eine richtig schöne Platte hat sich den Wattwurm reingezogen. Jetzt bin ich auf jeden Fall mega glücklich. Die Nachbarn hatten vorhin schon eine Platte gefangen auf unserem Platz. Ich denke, nee, hier ist bestimmt keine Buhne, hier fangen wir nichts. Man muss sagen, wir haben nicht so viele Bisse wie auf den Hotspots, aber wir haben Bisse und wir konnten was verwerten. Wunderschöner Räucherfisch wird das, Freunde. Boah, stark, Mann. Ham. Also mal sehr, sehr schade, dass ihr den Biss nicht mitbekommen habt, aber so schnell kann man nicht filmen und der Biss war richtig heftig. Das war genau wie bei so einem großen Dorsch, voll reingebrettert und hing auch so vor. Da kann man mal sehen, ne? Das Maul der Scholle oder der Flunder ist ja jetzt nicht allzu groß, aber trotzdem hat sie sich den riesen Haken, 1-0er, mit 2 Wattwürmern so hintergeschoben. Das hat keine paar Sekunden gedauert, das Ding war gehakt. Mega geil. Und ich sage euch ehrlich, ich habe erst nicht dran geglaubt hier an den Spot, aber jetzt... Na, konnten wir wenigstens ein Biss schon mal verwerten. Jetzt bin ich auch ganz guter Dinge, dass hier noch was Zweites passiert. Ich hoffe zumindest. Liegt er schon wieder auf dem Boden, meine lieben Freunde. An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand. Dort sind die Fische im Wasser und selten an Land. In dem Sinne, meine lieben Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gerne wissen, mit einem Daumen nach oben. Wir müssen jetzt langsam Feierabend machen. Einen wunderschönen Plattfisch konnten wir ziehen. Die Mühen haben sich mal wieder gelohnt. Aber ich bin auch genauso gespannt auf die nächsten Sessions, wenn wir wieder richtig angreifen. Und beim nächsten Mal wollen wir auf jeden Fall wieder mit Fischfetzen angreifen und versuchen, den einen oder anderen Dorsch zu überlisten. Falls ihr die letzten Folgen noch nicht gesehen habt, geht in die Brandungs-Vlogs rein. Ich verlinke euch das nochmal hier oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben euch lieb und tschüss. Geil. Genommen, richtig schicker, wa? Maus! Ein richtig fetter Barsch. Weg ist er. Geil, Freunde. Und fängt das an zu beißen. Ja, wunderbar. Maus, ich bin. Ja! Mhm. Und ja, sind 2-3 dicke Lachse hinterhergekommen. Ja! Nein! Ich hatte den dicken Zandermaus! Alter. Kleiner Zander, Junge.